Dressur ist Zwang. Zwang ist eine Form von Gewalt. Delfine müssen vor der Dressur hungern, damit sie dann in der Show die Kunststücke vollführen. Und auch bei uns, in den Delfinarien in Deutschland, sterben Delfine einen leisen, einen traurigen Tod. Duisburg steht unserer Meinung nach mit an erster Stelle der tierquälerischsten Delfinarien in Europa. Wir haben die drei Delfinarien in Deutschland mit diesen Vorwürfen konfrontiert und haben nachgefragt. Und das Ergebnis ist niederschmetternd. Die Delfintherapie ist reine Geldmacherei, ein kommerzielles Geschäft mit dem Leid der Tiere. Delfine haben einfach keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken, sich zu wehren, ihre Aggressionen loszuwerden, als auf den Menschen loszugehen. Und selbst im Delfinarium Florida bei einer Delfintherapie wurde berichtet, dass Delfine gestresst waren und sehr aggressiv gegenüber den Kindern reagiert haben. Es ist ignorant und extrem fahrlässig, dennoch Kinder mit Delfinen zusammenzulassen. Es ist einfach ein Märchen, dass Delfine in Gefangenschaft glücklich sind. Delfinarien gehören verboten, und zwar sofort.